Herzlich willkommen aus der Küche, meine Freunde. Euer Yunus ist wieder am Start mit einem neuen Video. Heute wird wieder gekocht. Das letzte Kochvideo kam ziemlich cool an. Aufgrund eurer Kommentare habe ich wieder Bock gehabt, noch eins zu machen. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme. Aktuell bin ich ja in Quarantäne, bin was erkältet. Ich muss sagen, der erste Tag, der war so ein bisschen, war schon ordentlich. Danach ging es jetzt auch schon wieder. Hab nur so ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. Meine Stimme ist so ein bisschen anders. Aber das hält uns natürlich nicht auf. Aktuell kann ich vielleicht nicht trainieren, aber dafür ganz viel kochen und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Was machen wir heute? Es werden Nudeln, 200 Gramm habe ich mir schon zurechtgelegt, mit zwei Packungen Thunfisch, damit das Ganze schön Eiweiß hat, Zwiebel, Rot-Weiß und Knoblauch und noch Mais. Das Ganze habe ich mir schon vorbereitet, das Wasser kocht auch schon da hinten, alles bester Ordnung hier. Also ich habe alles schon vorbereitet, damit ich einfach das Video schön flüssig machen kann. Und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten, also falls ihr mitmachen wollt, zeige ich euch jetzt noch einmal, was ihr braucht dafür. Also Freunde, das sind die Zutaten, die ihr benötigt. Ich habe jetzt hier eine halbe Packung Mais, zwei Packungen Thunfisch, das sind jetzt 200 Gramm Nudel und dann nochmal eine Zwiebel, sowohl rot, weiß und noch Knoblauch. Die Sonne, die blendet ordentlich, mach mal so. Wasser ist schon vorbereitet, das kocht auch schon. Wasser ist schon vorbereitet im Topf, da kommt jetzt noch Salz rein und danach werden die Nudeln einmal reingekippt. Das kann ich direkt mit euch zusammen machen. Wir tun die Nudeln einmal rein und jetzt noch einmal Salz für den Geschmack. Da könnt ihr ruhig ordentlich was reintun. Falls ihr euch fragt, warum so wenig Nudeln, 200 Gramm enthalten 716 Kalorien. Das passt ganz schön, das ist eine ordentliche Mahlzeit. Das teile ich mir auf zwei Mahlzeiten auf und dann habe ich 716 Kalorien durch so eine entspannte Mahlzeit für den Mittag. Das ist auf jeden Fall gut. Ich muss sagen, ich muss momentan nicht ganz so viel essen, weil ich nicht trainiere und die Energie nicht verbrauche. Und so habe ich das Ganze gut im Blick. Ich mache aber bewusst mehr von der Soße. Und ich gucke mal zumindest, wenn mein Papa nachher kommt, kriegt er dann nämlich auch noch frisch von mir Nudeln gemacht. Und dann hat er die frische Soße dabei noch. Das kann er sich dann schmecken lassen. Nudeln sind immer gut, wenn die frisch gemacht sind. Wir haben zwar auch eine Mikrowelle, aber das ist, Nudeln sind schnell gemacht, deswegen kein Drama. Die Nudeln, die ziehen jetzt ein. Und in der Zeit können wir die anderen Sachen schon mal in die Pfanne tun. Dafür positioniere ich euch jetzt noch einmal auf das Stativ und danach machen wir das ordentlich. Mit einer Hand kochen ist dann doch ein bisschen schwer. So, jetzt habe ich endlich die richtige Position für euch gefunden. Ich habe diesmal ein Weitwinkelobjektiv drauf gemacht, dass man schön viel Fläche sieht, damit ihr so einigermaßen sehen könnt, was ich hier mache und gleichzeitig mein Kopf noch im Bild ist. Die Herdplatte machen wir jetzt einmal auf volle Stufe. Ich benutze eigentlich kein Öl, also nicht bei sowas, weil ich mir sicher bin, dass das nicht verklebt. Es wäre jetzt was anderes, wenn wir jetzt Rührei oder sowas machen. Da mache ich immer so ganz wenig Olivenöl drauf, aber jetzt finde ich, ist das nicht notwendig. So. Wir machen mal einen Deckel auf die Nudel. Ja, die ist zu klein. Ich muss euch sagen, Freunde, kochen ist schon was Schönes. Also draußen essen gehen kann man auf jeden Fall auch mal machen, aber ich würde es immer bevorzugen, zu Hause zu kochen. Ganz abgesehen von dem Aspekt, dass es günstiger ist, zu Hause zu kochen, ist es nochmal schön zu wissen, dass man weiß, was man isst zu 100% und vor allen Dingen, du machst es halt mit eigener Hand so. Das ist einfach was anderes. Zu Hause kochen ist ein Vibe. Wie gesagt, draußen essen ist auf jeden Fall geil, aber zu Hause kochen mindestens genauso. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit den Zwiebeln an. Wie gesagt, hier ist eine weiße, eine rote und noch eine Knoblauchzehe drin. Einfach um dem Ganzen nochmal intensiven Geschmack zu geben. Hoppa. Hier wollte der Kochtopf aber mal eben ausrasten, aber da waren wir doch schneller. So, wir stellen das Ganze nochmal ein bisschen runter. So. Das Ganze braten wir jetzt einmal schön an. Und Freunde, sowohl in der Diät als auch im Aufbau, in der Massephase, ist das ein super Gericht. Lasst es euch gesagt sein. Ich muss zwar sagen, dass Nudeln immer die letzte Wahl sind. Also ich würde immer Reis und Kartoffel bevorzugen, weil die mehr Wasser saugen. Das heißt, ihr habt erstmal im Rohzustand eine kleine Menge. Und wenn das dann erstmal gekocht ist, blüht das so auf. Aber die Kalorien, die werden ja nicht mehr dadurch. Also heißt das, du isst gefühlt mehr, aber hast natürlich trotzdem dieselbe Kalorienanzahl. Und da, finde ich, passiert mit Nudeln am wenigsten. Beziehungsweise Kartoffeln blühen zwar auch nicht so auf, aber ich finde die sättigen noch mal besser als Nudeln. Aber rein geschmacklich sind Nudeln aber so meine Favoriten. Deswegen gönnen wir uns hin und wieder definitiv auch Nudeln. Aber man könnte das Ganze hier natürlich auch mit Kartoffeln und Reis machen.
So, das Ganze darf dann jetzt einmal schön anbraten. In der Zeit kann ich euch ja mal ein bisschen was über meinen Trainingsplan erzählen. Viele fragen mich nämlich immer, mit was für einem Trainingssplit trainierst du? Und ich muss sagen, ich bin da sehr abwechslungsreich. Also ich habe lange Zeit Brust und Rücken an einem Tag trainiert. Einfach zwei große Muskeln. Beide Muskelgruppen machen Spaß zu trainieren. Und warum nicht an einem Tag? Habe ich dann auch gemacht. Am nächsten Tag dann die Beine zum Beispiel, damit dein Oberkörper Ruhe hat. Und am dritten Tag dann Arme. Das heißt Trizeps, Bizeps und Schulter. War geil, habe ich jetzt auch die letzten drei Wochen so gemacht. Da mache ich immer einen Tag Pause, in meinem Fall dann auch Cardio gerne an dem Tag und dann das ganze Spiel von vorne. Jetzt überlege ich wieder auf Push-Pull-Legs, also an einem Tag Drückübungen zu machen, wie zum Beispiel Bankdrücken, Schulterdrücken, also alle Übungen, wo du wirklich am Drücken bist. Das würde auch heißen, den Trizeps trainierst du, die Brust und dann halt auch noch die Schulter. Am nächsten Tag dann alles, was du ziehst, das heißt Rückenübungen und Bizeps. Und am nächsten Tag dann die Beine. Ist auch ein sehr cooler Split. Mache ich dann auch mal drei Tage, einen Tag Pause, Schrägstrich Cardio und das Ganze dann von vorne. Also ich habe die Zeit, jeden Tag gefühlt trainieren zu gehen, beziehungsweise ich nehme mir die Zeit, entweder früh am Morgen oder spät am Abend. Und ich gehe gerne jeden Tag ins Studio, damit ich einfach in meiner Blase gefangen bin. Ich bin in meinem Fokus, ich komme da nicht raus, weil wenn ich zwei Tage nicht trainieren gehe, selbst ich muss dann am dritten Tag mich so ein bisschen überwinden, zum Training zu gehen. Das heißt, ich will diese Blase einfach nie verlassen und bleibe somit immer im Fokus. Und dann fällt es mir auch viel einfacher, auf die Ernährung zu achten. Jetzt machen wir hier in die Pfanne noch ein bisschen Nudelwasser rein. Ach Freunde, und ich bin auch ein Fan davon, arbeitet mit den Dingen, die ihr da habt. Ich war jetzt zum Beispiel nicht einkaufen. Warum soll ich einkaufen, wenn es noch Reste gibt, die ich verwerten kann? Und das sind alles Sachen, die habe ich nicht vorbereitet, beziehungsweise nicht eingekauft, sondern ich habe einfach geguckt, was habe ich alles da, und daraus machen wir dann einfach was zu essen. Ich habe jetzt hier noch einmal passierte Tomaten von gestern. Machen wir uns auch noch rein, würde ich sagen. Also ich bin auch immer so ein bisschen Freestyle unterwegs, ne? So, ich gucke jetzt nicht in Kochbücher. Die Phase wird vielleicht in meinem Leben auch nochmal kommen, wo ich mir so denke, okay, ich muss mich doch ein bisschen orientieren. Aber aktuell mache ich es einfach so nach Lust und Laune und guck mal, wie es dann schmeckt. Und kann dann beim nächsten Mal gucken, dass ich es dann nochmal anders mache, falls es mir dann nicht schmeckt. So, wir machen jetzt nochmal passierte Tomaten rein, um dem Ganzen natürlich auch das Soßenhaltige zu geben. Hat auch sehr wenig Kalorien, also gerade in der Diät auch, könnt ihr damit immer schöne Soßen machen, die keine Kalorien haben. So gut wie keine zumindest. Ja, Freunde, und ich sehe gerade Cola Zero, ist auf jeden Fall auch ein Game Changer, also da war gerade einfach eine Fliege auf der Linse. Cola Zero Dosen auch für unterwegs und generell zu einer Mahlzeit, das gibt euch so ein bisschen das Süße. Habe ich gerade auf jeden Fall Lust drauf, gönnen wir uns. So, ich mache noch mal ein bisschen Nudelwasser hier rein. Sehr schön. Auf euch, meine lieben Freunde, auch für den ganzen Support. Vom ganzen Herzen danke ich euch dafür. Ich würde sagen, jetzt machen wir die restlichen Sachen noch rein. Thunfisch und Mais. Ist ja auch die typische Pizzakombination, Freunde. Das könnte jetzt auch eine Pizza werden. Ich habe jetzt extra zwei Packungen Thunfisch genommen. Eine Packung reicht natürlich auch, aber für die Leute, die so auf den Muskelaufbau Wert legen und auch generell Bock auf Thunfisch haben, mir schmeckt Thunfisch sehr, deswegen gehen auch zwei Packungen. So, das Ganze dann nochmal schön verrühren. Ich mache noch ein bisschen Tomaten rein. Somit ist die Packung dann auch leer. Ich bin momentan ein richtiger Fan von der Gewürzmischung Vegeta. Da ist einfach alles schon drin, was lecker ist. Das machen wir uns jetzt eben einmal drauf. So sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall eine coole Sache.
So, hab keine Angst zu würzen. Ich war damals immer sehr, sehr vorsichtig, was das anging. Ich meine, man kann damit zwar auch viel falsch machen, aber das Potenzial vom Essen geht flöten, wenn du nicht richtig würzt. Deswegen trau dich da ruhig dran. Zur Not kann man immer noch mal mehr Wasser reingeben, um das Ganze milder zu machen, wenn es dann zu gewürzt ist, aber in den meisten Fällen habe ich es dann doch lieber, wenn ein Tickchen mehr drin ist, als wie zu wenig. Das Ganze sieht doch sehr gut aus. So habe ich mir das vorgestellt, Freunde. So, das stellen wir jetzt einmal runter. Schaut mal einmal hier drüber, so sieht das Ganze aus. Das ist doch eine wunderschöne Soße geworden, Freunde. Gleichzeitig eine Eiweißbombe. Freunde, so macht Essen Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. So, Freunde, ein bisschen Nudel hier drauf. Freunde, so einfach kann Kochen sein. So sieht das Ganze aus. Ich mache mir da noch 2-3 Oliven drauf. Besser gesagt, wir nehmen sie mit zum Tisch. Ich liebe nämlich grüne Oliven. Und danach probieren wir das Ganze mal. So, Freunde. Ich gehe nochmal nach unten, hole mir ein kleines Stativ. Und dann möchte ich, dass das so aussieht wie ein Mukbang. Habe ich Bock drauf. Kleinen Moment, Freunde. So, Freunde, das sieht doch schon mal besser aus. So, Freunde, das sieht doch schon besser aus. Jetzt kommen wir mal zur Verkostung. Doch. Freunde, das hat was von einer Pizza. Hier Thunfisch, Mais mit den Zwiebeln, das hat einfach was von einer Pizza. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist quasi wie eine Pizza mit Nudel gerade. Das geht auf jeden Fall klar. So einfach kann es sein. Probiert es sehr, sehr gerne mal aus. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber dennoch hat Spaß gemacht, das Video zu machen. Ich hatte Spaß dabei, das Essen selber zu machen. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr Videowünsche habt, Freunde. Es macht mir momentan viel Spaß, ich krieg's durchgezogen. Und solange das so ist, hauen wir natürlich regelmäßig was raus. In diesem Sinne, Freunde, danke, dass du das Video bis hier geschaut hast. Ganz viel Liebe geht an euch raus. Euer Yunus.